Hey ihr Höhlenmensch da draußen und herzlich willkommen zur zweiten Folge Minecraft Rave. Wir joinen instant auf den Server und jetzt gucken wir einfach mal, was hier so abgeht und vor allem, ob unser Tower, den wir letzte Folge gemacht haben, überhaupt noch, ob der überhaupt noch ganz frisch ist. So, was ich jetzt noch ganz kurz mache, ist Skype beenden. Das hätte ich auch davor tun können und Origin. Und ja, Google Chrome ich auch gern beenden. So, gut. Teamspeak beende ich auch mal, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die FPS nicht so 100% da sind, wo sie sein sollten. Warte, ich drücke nochmal F2. Ich denke, jetzt ist es, obwohl ich habe immer solche Einbrüche, solche starken Frame-Einbrüche. Egal, wir machen einfach mal weiter, so. Gut, Leute, ich habe mir einen Timer auf 15 Minuten gestellt und wir gucken jetzt einfach mal, was wir da hier so alles so... Ich habe noch immer kein Texture Pack, nein, jetzt habe ich das vergessen. Nächste Folge, Leute, nächste Folge haben wir ein Texture Pack. Nächste Folge haben wir ein Texture Pack und wir machen uns jetzt ganz kurz eine Eisenrüstung und zwar brauchen wir dazu schön Eisenbrustpanzer. Und hier haben wir auch noch was, aber es geht sich alles leider nicht aus. Dann packe ich das hier rein. Die ganzen Steinsachen, weil die brauche ich ja im Prinzip nicht. So. Und dann gehen wir einfach mal schnell den Tower machen, den wir letztes Mal angefangen haben. Zack. Zack, brauche ich auch nicht. Ja, ich denke mal, die Sachen, die ich hier habe, die sind schon okay. Was ich aber gesehen habe, dass wir hier eine... Die habe ich irgendwie letztes Mal... Okay, da sind schon ein paar Leute gestorben. Ich weiß gar nicht... Also, ich weiß nichts von der Todesregel. Also, ich glaube, dass alles in Ordnung ist, was das betrifft. Deswegen... ja, ist das jetzt ein bisschen verwirrend. Okay. Ich werde jetzt einfach mal hingehen. Also, er sieht noch nicht zerstört aus. Also, der explodiert ja dann, wenn man ganz oben war. So, zack. Oh, jetzt müssen wir erstmal darüber schwingen. Ich wollte eigentlich ein paar Fragen raussuchen. Das mache ich dann auch gleich, nachdem wir den Tower fertig haben. Zack. Okay, perfekt. Oh, okay, aber er ist, glaube ich, noch... Oh, mein Gott! Oh, mein Gott, ich baue mich jetzt einfach mal hoch. Ich baue mich jetzt einfach mal ganz hoch. Ich denke, dass er mich dann ignorieren wird. Ich hoffe es zumindest. Weil vielleicht ist ja die ganz oberste Kiste noch nicht gelootet. Aber die hat schon irgendjemand gemacht. Schade. Ich dachte, die fallen auf meine... auf meinen Trick herein, aber da wir dann ja alle erst wieder aufnehmen dürfen, nachdem die erste Folge online ist, war das irgendwie klar, dass das ganz schön hier rausgefunden wird, wenn man die Folgen der anderen Leute auch guckt. So. Ist sich genau ausgegangen, wundert mich. So. Dann gehen wir da mal eins runter. Hoch kann er ja sowieso nicht. Der kleine, fette Freund von uns. So. Okay, also hier ist nichts mehr. Okay, dann gehen wir noch eins runter. Gucken hier rein. Ist auch schon leer. Ich denke, dass der komplett leer ist. Ich denke nicht mehr, dass es hier irgendwas geben wird. Güsal sieht's. Es gibt hier nichts mehr zu sehen. Okay, so, dann können wir jetzt hier wieder zurückgehen. Ach, lass mich in Ruhe, du Gemeiner, du. Und ich glaube, der droppt ja auch nichts Besonderes. Also würde sich das jetzt nichts bringen, eigentlich, wenn ich den jetzt töten würde. Dezent ausweichen. Der hatte echt... Oh, jetzt hat er mich sogar einmal getroffen. Respekt, Dude. So. Was ich ganz vergessen habe, hier ist ja sogar der Timber-Mod oben. Das heißt, ich kann jetzt ganz schnell ganz viel Holz farmen. Nee, der verursacht bei uns einen Waldbrand. Und der ist so weit weg. Halt, stopp, aufhören. Das möchte ich nicht. So. Gut. Ich möchte jetzt dann gleich auf eure Fragen eingehen, die ihr mir gestellt habt. In der letzten Folge. Und
Was ich auf jeden Fall auch... ja, dieses Ding hier. Ich weiß nicht, warum das da ist. Kann man das irgendwie zubauen oder so? Weil das nervt mich irgendwie. Weil irgendwie, ich glaube, dass das irgendwie so ein... schlechtes Ding ist, das irgendwie die ganze Stadt zerstören kann. Deswegen habe ich da so ein bisschen Angst. Und ja. So. Haben wir eigentlich verrottetes Fleisch? Nein, aber wir haben Karotten, das ist gut. So. Die essen wir erstmal. Perfekt. Zack. Brauche ich eigentlich nicht. Ein Scale. Okay, ich würde einfach mal sagen, wir gehen jetzt ein paar Diamanten suchen, aber ich schlafe vorher noch. Ja, ich bin ja alleine auf dem Server. Und in der Zwischenzeit gucke ich schnell bei meinem Handy nach. Moment. Hier, was mir alles dafür schöne Fragen gestellt wurden. Kommentare. Tut mir leid, Leute, dass das immer so lange dauert, aber ich kann nichts dafür. So. Kosobabo hat geschrieben, Hashtag Drave, zeig mal deinen Fuß und grüß mich. Heiße Detlef. Hallo. Ja, hallo Detlef. Ich weiß, dass du Kosovo heißt, aber... Wisst ihr, wenn ihr Kommentare von ihm lest, nehmt sie bitte nicht ernst. Das sind einfach nur Spaßkommentare. Dann schreibt, Jole Wifi, das ist übrigens der super nette Designer, der mir auch diesen Onesie-Höhlenmenschen da gezeichnet hat. Er hat geschrieben, ich bin auf jeden Fall gespannt, was du aus deiner Höhle machst. Danke. Dürft ihr auch offscreen auf den Server? Nein, dürfen wir nicht. Das ist ein reiner, kompletter Server, wo man Aufnahmepflicht hat. Gut, weiter geht's. Danny schreibt, gibt es auch eine Todesregel? Ich persönlich weiß nichts von einer Todesregel, aber es ist wie gesagt nicht ausgeschlossen, dass es dann doch irgendwie so was Ähnliches gibt. Alpex HD hat geschrieben, kann man irgendwie dem Projekt nachjoinen, nur aus Interesse, oder gibt es eine Abonnentengrenze? Also eine Abonnentengrenze gibt es nicht. Man sollte halt sehen, dass man Aktivvideos macht und dass man eben schon ein paar Videos online hat, wo man wirklich sieht, okay, der zieht das durch. Und sonst eigentlich gibt es da keine großen Anforderungen. So, da sind wir wieder. Da kam gerade jemand rein. Der hat mir eine Schokolade gemacht. Guckt euch das an. Danke an den Unbekannten. Hashtag meine Mutter. Ja, gut. Und, also eine Abonnentengrenze gibt's nicht. Es ist halt einfach, wie gesagt, ein ganz normales, normales Auswählenverfahren und nachjoinen, glaube ich, kann man nicht. Ich glaube, wenn jemand geht, kann man nachrücken. Da bin ich mir jetzt aber nicht sicher. Ich möchte euch da keine falschen Infos geben. Aber ich glaube, wenn jemand geht, dann dürfte man theoretisch nachrücken. So, dann hat mir jemand geschrieben, ein etwas sehr langes Kommentar, Hashtag Drave, was ist dein Ziel in Drave? Und Hashtag Drave, wie bist du eigentlich auf Höhlenmensch gekommen? Also, was ist mein Ziel hier in Drave? Also, ich möchte auf jeden Fall ein paar der Gegnerstadt umklatschen. Dann möchte ich auf jeden Fall eine komplette Thief-Rüstung haben. Es gibt halt einige, die machen die Scale-Rüstung. Ich persönlich bevorzuge da lieber die Thief-Rüstung, weil ich mich irgendwie dann... Keine Ahnung, ich habe die immer genommen, wo ich bisher Hexit gespielt habe und... Ich mag die irgendwie lieber, ich komme mit der besser klar und deswegen werde ich auch die weiterhin nehmen. Und dann schreibt er noch, Hashtag Drave, wie bist du eigentlich auf Höhlenmensch gekommen? Das ist eigentlich, keine Ahnung, eine ganz simple Frage. Also ich habe einfach mal nach Skins gesucht und habe dann einen Skin gefunden, der Caveman hieß.
Und das war ein Höhlenmenschen-Skin. Und ich dachte mir so, ja, ich habe doch eh noch keine Begrüßung. Und wenn ich schon einen Höhlenmenschen-Skin habe, dann kann ich doch sagen, hey, ihr Höhlenmenschen. Und dann habe ich das gemacht. Und somit war quasi der Höhlenmensch geboren. Und ja, somit gibt es mich jetzt auch. Und ich habe eigentlich nicht vor, das mal irgendwann zu ändern. Es sei denn, dass ich vielleicht irgendwann mal mein ganzes, komplettes Konzept ändern möchte und dann, ja, ich weiß noch nicht. Auf jeden Fall, wir haben 11 Diamanten gefunden, Leute. 11 Diamanten, das ist schon sehr nice. Ich habe wahrscheinlich drüber kommentiert, in dem kleinen Moment, wo meine Mutter reinkam. Aber, ja, so. Ein Wassereimer habe ich. Oh mein Gott. Das war jetzt eine kleine Verzögerung. YOLO! Okay. Lass mich hier runter. Das ist schön. Und jetzt gehen wir wieder zurück in unsere schöne Stadt und machen uns erstmal so ein fettes Dia-Schwert. Ich habe nämlich noch letzte Folge gesagt, boah, wir sind so gut ausgerüstet. Ja, sollte sich. Ja, geht sich aus. Komplett. Perfekt, dann machen wir uns hier gleich Schuhe. Und dann sind wir schon Full Iron mit einem Dia-Helm. Nicht schlecht. So. 3, 7 brauchen wir, ne? Ja, dann geht sich's perfekt aus. 4 und 3 ist 7. Ja, ich hatte rechnet. So. Wir haben jetzt genügend Holz. Das heißt, ich mache mir noch eine Truhe. So, zack. Zack, zack. Perfekt. Machen wir das mal so. Und jetzt können wir hier unten auch noch ein paar Sachen einsortieren, die wir dann nicht brauchen jetzt zu dem Zeitpunkt. Ach, das Fleisch. Das könnte ich auch braten. Das ist eine gute Idee. 10. Okay. Zack, perfekt. Sind wir Full Iron. Ich würde sagen, die Kiste hier oben. 15 Minuten sind um, das war jetzt gerade der Timer. Aber irgendwie, boah, es tut mir so leid, Leute, ich muss es echt irgendwie in der nächsten Folge beheben. Entweder es liegt am Server, weil so hatte ich heute den kompletten Tag keine Internetprobleme. Und dass es jetzt so ist, das nervt mich gerade irgendwie so ein bisschen. Oder ist das hier irgendwie... Ach. Oh mein Gott. Tut mir leid. Tut mir leid für meine Dummheit. Wahrscheinlich habt ihr es mir eh schon in die Kommentare geschrieben. Ey, wieso bist du so dumm? Ja, tut mir echt leid. 15 Minuten sind um und ich möchte eigentlich die Folge auch nicht länger machen. Aber ich möchte noch ganz kurz etwas gucken. Und zwar, wo war das jetzt? Ich glaube hier. Nee, da war irgendwo noch Lapis Lazuli. Und da wollte ich gucken, ob da vielleicht doch Diamanten sind. Irgendwo war noch Lapis Lazuli. Irgendwo war noch Lapis Lazuli, ich schwör's.
Und jetzt haben wir nicht sehr, sehr viel produktive Sachen in der Folge geschafft. Das ärgert mich. Das ärgert mich. War hier Lapis Lazuli? Nein, aber... Oh, so ein... Das ist gut. Die sind echt gut. Die droppen nämlich Knochen und so, und Pfeile. Das sind echt sehr, 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 sehr gute Dinger. Das Eisen hole ich mal mit. Das nehme ich mal mit. Und... Aua. So. Ich habe zwar gar keinen Fallschaden bekommen und sagt aus dem Aua, aber okay. Aua, sagt der Hauer. Okay, das nehme ich jetzt noch mit. Und ist das hier ein Dungeon? Nee, ist kein Dungeon. Wetten, ich bekomme jetzt erst wieder nachher Fallschaden. So nach ein paar Sekunden. Nee, doch nicht. Komisch. Das ist richtig cool, das Schild. Das blockt nämlich Pfeile. Und das finde ich ja mal mega. Gibt es hier irgendwas Tolles? Ich würde so gerne einen Dungeon machen. Aber wisst ihr was? Ich nehme jetzt im Anschluss direkt noch eine Folge auf. Deswegen kann ich mich ja hier ausloggen. So. Mache ich das so. Und ja, dann gehe ich sofort vom Server runter. Zack. Und sag euch einfach mal, Leute. Das war's von dieser Folge. Die ging schneller um als eigentlich geplant. Und ich würde einfach mal sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut bei den anderen Teilnehmern vorbei. Die haben sicher auch coole Folgen. Und ich bin gespannt. Ich möchte mir nämlich so schnell wie möglich Ausrüstung farmen, damit ich die Spieler im Gegensatz dann abfarmen kann. Und wir haben jetzt 2 Diamanten. Ich weiß nicht, haben wir schon Obsidian? Denn wenn dann, können wir uns einen Verzauberungstisch machen. Und der hat ja... Better Enchanting. Übrigens, in der letzten Folge haben mir auch noch ein paar Leute Tipps geschrieben. Die werde ich dann in der nächsten Folge vorlesen. Und ich würde einfach mal sagen, haut rein, Leute. Macht's gut, haltet die Ohren steif und ciao.